Jo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf den hungrigen Hugo. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir reagieren auf sein neuestes Video, was gestern ist rausgekommen. Deswegen bin ich noch umso gespannter. Wir haben es noch nie so gut getimt. Und ja, probieren wir mal. Abonniert den Channel gern kostenlos. Fanato, ieri bastardo, Was läuft? Willkommen zum nächsten okay. Video. Sache mit der Times, da hieß es ja, dass schon am 10. Juni, Juli, also hat die sich übel versprochen? Da hieß es ja, dass schon am 10. Juni... Oh mein Gott, das darf einem nicht passieren. Das darf nicht passieren. Wir schalten live nach Amsterdam zu unserem Außenreporter Marcel Ehres. Wer macht den nächsten Step in die Schachtel? Warte. Hey Isa, warum gehst du auf? Ich hab gedacht, wir gehen noch in die Zone. Der Termine. Ah, sie geht ins Kino mit einem Kumpel. Er spielt von 1. Auf welchen chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen? Oxidation. Trimax, vom Problemschüler zum Topstreamer? Ich war kein Problemschüler. Und meldet sich 2 Jahre lang überhaupt nicht. Das stimmt. Nichts einziger. Ich war kein Problemschüler. Er meldet sich 2 Monate überhaupt nicht. Das stimmt. Ganzen Jahrgang muss er deshalb ein Stickerheft führen. Ja. Pro Woche soll er sich in jedem Fach 3-mal melden. Ja, das war sogar Sternchensticker. Auch bekannt als Trimax. Ist sie aus wie 140 Kilo? Oh, no. 2016 erscheint das Handygame Clash Royale. Aber wie sah das Leben des Hamburgers vor der Bromance mit Montana Black? Was ist das? Voll bitte zu Kasse 1. Dankeschön. Danke für die gegifteten Subs, Arne Banane. Gerne, Digga. Normaler Tag eines GTA-Cops. Hallo? Mein Schocker ist leer. Das heißt, wir müssen das jetzt anders regeln. Was ist Seitan? Im Grunde sowas wie Tofu, du Geiler. Andere Leute spielen Pokémon Go, wir spielen Rentner Go. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie, was halten Sie von dem Wetter heute? Das ist doch wunderschön. Ja, Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Nee. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? WTF? Was andere Leute anquatschen. Wirklich? Ja, das ist... Genau das, was du auch machst. Oh mein Gott, abgemüht. Ja, das waren ein paar Prachtexemplare. Guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Ja. Danke. Aber ganz anders. Was für nicht mal 900 hat man denn? Dieser. Mal in der Grundschule einen Breakdance-Kurs gemacht. 700. Ist das der Hugo vom hungrigen Hugo? Ja, ist bestätigt. Dann komm doch die. Ich kann anrufen, ich hab die Nummer. Bist du wirklich das Kind aus dem Spot? Das bin ich. Wie kommt das? Hat dich deine Mutter dahin gezwungen? Ich bin einfach hingegangen zum Casting und dann war ich da. Ultra krass. Wie? Er hat die Nummer von hungrigen Hugo? Warum? Wie kamst du dazu? Ich wollte auch immer so ein Kind in der Werbespot sein. Meine Frage hat jetzt nochmal kurz, drei Fragen würde ich nehmen an Hugo. Woher kommt der Name Hugo? Also ich glaube, manche wissen es schon, aber der Name kommt tatsächlich aus South Park. Kennst du die Serie? Natürlich South Park mit wer hat Kenny getötet? Ja, genau, da war einmal so ein kleines afrikanisches Kind und den haben die hungriger Hugo genannt. So ein Humording ist das, ja. Oh. Rassismus? Da komme ich an. Gut, nächste Frage. Wer schickt dir das zu? Woher holst du den Content? Ja, also das mit dem Zuschicken. Jetzt tut mir leid an den Chat und an die Leute, aber die meisten Zuschauer schicken eigentlich nur Scheiße. Also,
Woher nimmst du dir das Recht, den Content von anderen Leuten zu machen? Ja? Ja? Ist klar. What's gonna be the key in the next game you have? Play very defense. It's very important to save everything hinten. Yeah. 800 global series, 15,000. To save everything hinten? Monte nach Amsterdam Urlaub endlich wieder am Streamen. Er hat den Chat bestimmt vermisst. Hab seit 3 Tagen übelst Durchfall. Jetzt schmeckt mein Toast noch viel besser, danke dir, Digga. Jetzt fehlt nur noch der Typ, der immer spendet und fragt, was mit dem Reddit ist. Kauz ihm im Zweiter, aber Monte, wie läuft's mit Reddit? Guten Abend, Harry, ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht mehr vorlesen, die nerven mich. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine Hoden-Kobold. Die Maske hilft ja nur dabei, falls ich es habe, dass ich keine anderen Leute anstecke. FFP2 schon? Ach, keine Ahnung, was das ist, Bruder. Ich habe meine Stoffmaske getragen. Gibt es das in Deutschland nicht? Also bei uns ist sogar das Pflicht gewesen, dass man die tragen musste. Da blickt man auch nicht mehr durch mit den ganzen Masken, sage ich euch ganz ehrlich, Digga. Ach nein, der Idiot. Was ist denn? Junge. Da immer den gleichen Blick drauf. Junge. Was ist los? Junge, er guckt aber auch wirklich auf jeden Bild gleich, das ist so geil. Okay. Haben die englischen Fans mit dem Laserpointer Schmeichel abgelenkt? Echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Was ist das denn so? Auch als er sein. Ach ja, hat er überhaupt DM geguckt? Ein Job als Pizzabote und das Studium hinschmeißt, obwohl er mit YouTube zu dem Zeitpunkt gerade mal 20 Euro im Monat verdient. Fototaschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Was? Ich verdiene 20 Euro im Monat und schmeiß das Studium hin. Wer schmeißt denn mit 20 Euro im Monat das Studium hin, Digga? Wer glaubt das doch? Was, wenn das jetzt irgendein 50-Jähriger sieht und sich denkt, oh, ich verdiene jetzt 20 Euro mit Stream, scheiß auf Studieren. Eben hat mir ein Student geschrieben, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Dann bricht dein Studium ab. Rudi, ich muss los. Also, Bugatti uses its own crash. Da drin ficken wäre geil. Erzählt mir jemand, der noch nie gefickt hat. Wenn du denkst, da drin ficken ist geil, Digga, dann glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann. Gibt's das? Was hast du denn da für einen tollen Typ? Erkennst du ihn nicht wieder? Nee. Wer ist das? Das ist dein Mann, mein Vater. 3 wunderschöne Menschen in einem Bild. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute, wie einen Hungerhaken. Ich bin besser als du. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Und dann jetzt ist ganz in Amsterdam soll geil sein. Ja, Suchti, ich war mit meiner Freundin im Urlaub und so abends habe ich dann zu ihr gesagt, du Schatz, ich habe keinen Bock, dich jetzt zu f***en, ich fahr jetzt im Puff. Hat sie gesagt, okay, alles cool. Dann habe ich den Puff getestet. Macht Sinn, okay? Okay. Ja, teilweise schon ein bisschen sehr nah an der Grenze, aber trotzdem immer wieder lustig, das Ganze anzugucken. Schaut unbedingt auch gern zu meinem vorigen Video und auch morgen kommt's, geht's weiter. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind wir unten in der Bio. Vielen Dank fürs Zugucken und ciao.